Willkommen zu diesem Enshrouded Guide. Wir gucken uns heute an, welche Baublöcke wir alle haben und wo wir sie finden können. Schön, dass du da bist. All diese Blöcke, die hier in einer Reihe stehen, könnt ihr alle lernen, indem ihr das Material farmt. Also, wir haben hier den groben Holzblock. Gucken kurz drauf. Grober Holzblock. Dann haben wir hier den groben Steinblock. Als nächstes kommt der grobe Sandsteinblock. Dann haben wir hier den groben Feuersteinblock. Ich finde zum Beispiel, der ist wirklich auch sehr schön. Ich habe immer auch eine kleine Säule dazu gebaut, um zu gucken, ob die Säulen noch spezielles Aussehen auch haben. Als nächstes haben wir hier den myzelbewachsenen Block. Der eignet sich vielleicht für irgendwelche Katakomben oder das Haus des Alchemisten oder so. Dann einen meiner absoluten Lieblingsblocks, weil ja, er einfach einen wunderschönen Boden hat, tolle Schnitzereien am Fenster oder eben auch hier an den Säulen. Das ist der Palmholzblock. Dann etwas klinisch hier der Leuchtblock. Ja, den würde ich persönlich nur so in kleinen Dosen einsetzen. Auch sehr schön dieser Block hier, der veredelte Sandsteinblock. Da haben wir zum Beispiel speziell auch sehr schöne Sachen am Fenster oder hier der Boden hat so ein ausgewaschenes Designmuster, wirklich nett. Als nächstes haben wir den normalen Sandsteinblock und zum Schluss den Miasmaholzblock. Diese 10 Blöcke kannst du alle lernen, indem du das entsprechende Material, also sprich das Holz oder den Stein, erntest. Dann gibt es Blöcke, die lernst du, indem du Material fertigst. Und da geht es hier los mit dem geteerten Holzblock. Das lernst du, wenn du das erste Mal Teer produzierst oder aufnimmst. Also zum Beispiel, wenn du ein erloschenes Lagerfeuer aufnimmst, wenn du ein Stück Fleisch brätst und es verkohlen lässt oder sonst irgendwie Teer produzierst, dann lernst du den Block. Dann haben wir hier auch wirklich schön den gebrannten Ziegelblock. Den lernst du, wenn du Lehm erntest und dann Ziegel brennst. Beim Schreiner ist es, glaube ich, in dem Ofen. Jetzt haben wir hier den Metallblock. Den lernst du, wenn du diese Metallplatten herstellst, die man ja auch ganz am Anfang schon aus dem Schrott machen kann. Dann haben wir hier wunderbar für Verzierungen den Bronzeblock. Lernst du, wenn du Bronze herstellst. Dann haben wir den Kupferblock, wenn du Kupfer erntest. Auch sehr schön. Und hier haben wir den Eisenblock. Ich glaube, das ist einer der teuersten Blöcke im Spiel. Auch vom Verbrauch her. Und lernt man eigentlich ziemlich am Ende, eben dann, wenn man Eisen schmelzen kann. So, jetzt, das waren die 6, die man sozusagen lernt, indem man etwas herstellt. Jetzt kommen wir zu denen, die wir finden müssen, um sie zu lernen. Und da sage ich euch auch jeweils immer dazu, wo ihr es findet. So, das erste ist der veredelte Holzblock. Ja, der fährt fast noch mit in die andere Richtung rein, wobei dafür musst du die Säge des Schreiners finden und das ist, glaube ich, eine Quest. Und wenn du dann das erste Mal mit dieser Säge Bretter gemacht hast, dann kannst du eben diesen veredelten Holzblock machen. Auch zum Beispiel sehr schön hier der Boden. Genau wie bei dem Jasmo-Holzblock, da hinten der schwarze, auch wunderschöner Boden. Ich meine, das ist eine Quest, eben die Säge zu finden und ja, dann, deswegen ist er so ein bisschen zwischen denen, wo wir etwas herstellen und denen, wo wir etwas finden müssen. Dann haben wir hier den sehr, sehr, sehr beliebten Fachwerkblock.
Den Fachwerkblock findest du, indem du eine Quest erledigst und dann für diese Quest musst du nach Diatwün. Diatwün ist hier. Das heißt, eigentlich bei der Düsterdickichtwarte ein kurzes Stück davon entfernt ist der Ort, wo du dann den Fachwerkblock finden kannst. Ist wirklich gar nicht schwer zu finden, oberhalb des Schreinerlagers. Dann haben wir den Knochenblock. Der Knochenblock ist einer, den du sehr, sehr, sehr schnell am Anfang lernen kannst. Und zwar, erstmal schauen wir ihn uns an. Der Knochenblock, den lernst du hier bei der ersten Hochweidenwarte. Wenn du dorthin willst, dann musst du hier normalerweise durchgehen, hier so rum. Das ist ja die erste Warte, die du hast. Und da findest du Hinweise auf eine kleine Geschichte zu diesem Grabeingang. Und in diesem Grab findest du dann in einer Kiste und im Sarg, weiß ich jetzt nicht mehr genau, den Knochenblock. Als nächstes haben wir den verwitterten Steinblock. Das ist dieser hier, der verwitterte Steinblock. Den findest du am Dornenbuschfriedhof. Das ist also auch wieder hier Düsterdickichtwarte und diesmal auf der anderen Seite. Der Dornbuschfriedhof ist im Miasma. Das heißt, du musst hier von unten reingehen, aus dem Miasma heraus reingehen und dort findest du dann diesen Block. Zum Beispiel auch sehr schön, was mir gut gefällt hier, ist dieses Säulenelement. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass ab und zu da irgendwo Knochen erscheinen, wie man hier unten sieht. Dann haben wir den Stadtmauerblock. Den Stadtmauerblock findest du bei der Grenzwache Reklang. Das ist hier. Hier ist wieder die Düsterdickichtwarte. Diesmal eben etwas weiter weg. Es ist so, dort gibt es ein großes Lager und so eine Mutter, die man besiegen kann. Man kann aber auch einfach da ganz schnell durchrennen und den großen Turm erklimmen. Und dann findet sich an der Rückseite des Turms, findet man diese Blöcke hier, den Stadtmauerblock. Das nächste ist der normale Steinblock. Den haben wir ja auch in ganz vielen Häusern wurde der ja benutzt. Auch das Haus, das ich umgebaut habe, da wurde der benutzt. Der normale Steinblock. Und den finden wir. Da kommen wir jetzt schon in die nicht mehr ganz so einfachen Gebiete, sage ich jetzt mal. Hier auf der zerstörten Brücke findest du den Stein, den normalen Steinblock. Da gibt es so etwas, wo man klettern muss, das siehst du dann schon. Also ich habe jetzt bewusst darauf verzichtet, hier kleine Videos einzufügen, weil so ein bisschen will man ja auch selber erkunden, denke ich mir. Als nächstes haben wir den veredelten Steinblock und der Schreiner schickt dich auf eine Quest. Du sollst sein Werkzeug besorgen. Das ist der veredelte Steinblock. Und dafür braucht der Schreiner eben sein Werkzeug. Und das findest du hier im Forschungslager. Also es wird vermutlich so sein, das ist zur Orientierung, hier ist die Düsterdickichtwarte. Das ist ja ziemlich weit weg von allem. Ich hatte dann später da ein Flammenaltar aufgebaut, um hier in diese Region zu kommen. Auf jeden Fall, der Schreiner schickt dich eben eigentlich dahin. Du wirst aber vermutlich zu Beginn, wenn du so den ganzen Geschichten folgst, hier hinkommen zum Tor der Schöpfung. Und da, um da durchzugehen, musst du schon eine Level 4 Flamme haben. Das heißt, du musst zuerst hier oben die Burg Erstein, da musst du den Boss besiegt haben.
Und dann kannst du hier reingehen, sorry, Tor zu den Säulen der Schöpfung. Und wenn du ganz da durch bist, dann kommst du irgendwann hier zu diesem Forschungslager. Also das ist sozusagen verbunden. Und das ist eigentlich der Weg in den Wüstenbereich. In diesem Forschungslager gibt es so verschiedene Kisten und so. Und da findest du diesen Steinblock. Kommen wir zu einem weiteren sehr schönen Block, hochglanzpolierter Steinblock. Den hochglanzpolierten Steinblock findest du im Herz des Ozeans. So, und das ist auch eine Sache, die ist nicht ganz so einfach. Das Herz des Ozeans ist ganz, ganz, ganz im Osten. Also, hier haben wir die Nomadenanhöhenwarte zur Orientierung. Aber ihr seht schon, das ist ziemlich weit weg. Oder hier wäre die Ödlandwarte. Und hier hast du Ostlapis. Da kommst du sowieso hin wegen einer Quest. Und wenn du da durchgehst, findest du hier hinten das Herz des Ozeans. Da gibt es auch wieder so eine Plünderermutter, die man besiegen muss oder kann. Bei mir war es jetzt zweimal hintereinander so, dass sie von diesen blauen Fliegedingern getötet wurde. Sehr praktisch. Auf jeden Fall, da musst du hin, um den hochglanzpolierten Steinblock zu finden. Dann haben wir hier den Brunnenblock. Brunnenblock ist eine Quest der Schreiners. Die heißt auch einfach Brunnenblock. Der Brunnenblock schaut so aus. Ich finde eins der schönsten Blöcke. Und den findest du nördlich der Ödlandwarte. Also die Ödlandwarte haben wir hier. Genau, und dafür musst du, also hier ist die Ödlandwarte, und dafür musst du hier ins Miasma zu diesem Elixierbrunnen. Da ist auch ein Boss drin, so einer mit so einem riesen Maul in der Brust. Und ja, und da musst du hin und musst dich am besten da wirklich durchkämpfen, weil da sind sehr viele Gegner. Und dann ist in so einem kleinen Seitenbereich, findest du dann die Kiste mit dem Brunnenblöcken. Lohnt sich aber, finde ich, der ist doch wunderschön, oder? Also ich finde ihn einfach toll. Wobei ich mag auch die anderen, ja. Dann haben wir hier den schicken Steinblock und der schicke Steinblock kommt auch aus einem Bergfried, also da muss man sich auch so ein bisschen durchkämpfen. Der schicke Steinblock, auch wieder südlich der Säulen der Schöpfung hier, ist der Rabenblick-Bergfried. Und dort findest du drin den schicken Steinblock. Säulen der Schöpfung oder hier haben wir die Niederauenwarte. Ja, ich habe eigentlich hier irgendwo in der Gegend immer einen Flammenaltar aufgebaut, um eben in diesen Bereich relativ gut reinzukommen. Ich habe hier nochmal so eine extra Wand aufgebaut, weil das ist der einzige Block, der nochmal so eine Holzverkleidung hat und ich finde, das ist wirklich schön. Also, was mir nicht gefällt, ist der Boden, weil der sieht ziemlich zerstört aus, aber so diese Seitenwände gleich mit Verkleidung geliefert, feine Sache. Dann wird es düster mal wieder. Wir haben als nächstes hier den Burgmauersteinblock. An diesen Burgmauersteinblock kommt man eigentlich relativ leicht ran. Der ist, warte mal, hier ist die Nomadenanhöhe. Hier, in diesem Bergbauschacht, genau. Also hier ist die Nomadenanhöhe. Da kann man also ganz gut in diese Richtung fliegen. Im Prinzip einfach nach Westen fliegen. Gut, hier ist noch so ein höheres Gebirge dazwischen. Da muss man entweder drum rumgehen oder wenn man Glück hat, kann man schon drüber fliegen. Da ist am Beginn dieses Bergbauschachts gleich an einem Kran hängend, findest du diese Blöcke. Dann kommen wir zu dem grob geschnittenen Steinblock. Jetzt geht hier schon die Sonne unter. Der grob geschnittene Steinblock finden wir in Niemands. Tal. Und Niemandstal, warte mal, ist hier. Ja, genau. Auch wieder im Schraut, ist aber total easy. Also du kannst hier von der Niederauenwarte darüber
fliegen, bisschen laufen eventuell. Und dann ist in diesem Niemandstal, das ist so ein kleiner alter Ort, und da gibt es einen Turm, und oben auf dem Turm, da findet sich die Kiste mit den grob geschnittenen Steinblöcken, und von dort kannst du direkt vom Turm kannst du auch wieder nach Hause oder wo auch immer du hin möchtest, weil der ragt aus dem Miasma heraus. Dann haben wir hier den Kalksteinblock. Den finden wir in Surat Rast. Das ist schon etwas, da kommen wir ziemlich am Ende eigentlich erst hin. Surat Rast ist hier, du musst hier über die Brücke, das ist der einzige Weg, um dahin zu kommen, diese Brücke. Hier ist die Niederauenwarte. Hier ist die Brücke, aber darüber fliegen funktioniert in der Regel nicht. Das heißt, du kommst wahrscheinlich irgendwo von hier oben, von den Säulen der Schöpfung oder so. Und diese Kiste mit den Steinen ist ziemlich weit rechts, also nicht direkt im Ort, sondern wenn du in den Ort reinkommst, Entschuldigung, nicht rechts, sondern musst du dich links halten. Wenn du in den Ort reinkommst, musst du dich links halten, also hier, so wie wir es hier jetzt sehen, rechts. Ja, ein bisschen klettern, dann geht das schon. So, dann haben wir hier den Wüstenstadtmauerblock. Das ist der. Den findest du nicht ganz einfach in einer nicht ganz einfachen Location hier in Bruchshafen in einer Gastwirtschaft. Also hier ist die Ödlandwarte, da oben ist die Nomadenanhöhenwarte, so ziemlich in der Mitte. Und ja, da muss man ziemlich kämpfen, um dahin zu kommen nach Bruchshafen. Und dort findet sich in einer Kiste dieser Stein hier. Und dann haben wir als letztes den wunderschönen Wüstentempelblock. Den hier. Toll, ne? Dieser Boden ist ganz schick. Und der Wüstentempelblock findet sich in dem wahrscheinlich einem der letzten Tempel, die du machst, nämlich hier der Sonnentempel. Also ich bin praktisch hier so rumgekommen, genau, weil ich mir hier den speziellen Gleiter geholt habe. Und ich fand den Weg letztlich einfacher, als irgendwie von hier zu versuchen abzuspringen und dahin zu kommen. Aber theoretisch kannst du natürlich auch von Surat Rast aus dahin kommen, zu diesem Sonnentempel. Und da sind vier Tempel, du musst drei Tempel, kleine Rätsel lösen, ein bisschen Jump and Run. Und dann kommst du in den Haupttempel und findest dort diesen wunderschönen Block. Ich hoffe, dieser Guide hat dir gefallen, geholfen. Lass doch einen Kommentar oder ein Abo da oder ein Gefällt mir. Das würde mich natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.